So, hallo und herzlich willkommen zum Unboxen der Dornröschen Diamond Edition. Dazu werde ich auch noch euch die Platinum-Version von Dornröschen zeigen, die im Jahre 2008 erschienen ist. Das war auch der erste Disney-Film, der als Platinum-Titel auf Blu-ray erschien. Und die Diamond Edition wird auch der Abschluss der Diamond Edition-Reihe sein. Was jetzt danach kommt, ist noch nicht ganz klar. Und ja, dann werde ich euch jetzt zuerst neben der DVD-Buch-Edition und der Blu-ray-Edition der Platinum-Version die Diamond Edition zeigen. Und wie man hier sieht, ist das eine Buch-Collectors Edition. Und leider wurde hier kein Sticker raufgemacht, sondern auf der Verpackung draufgedruckt, dass es halt streng limitiert ist und bla bla bla. Das FSK-Logo ist draufgeklebt, also kann man ablösen. Und ja, wir haben hier halt ein Digipack mit Pappschuber. Da kann man das dann auch nochmal ein bisschen sehen. Ich musste ein bisschen aufs Format achten. Genau. Und dann haben wir nochmal den Blu-ray-Rücken. Vielleicht kann man auch mal nochmal näher ran wegen dem Text. Wird das scharf? Das wird scharf. Könnt ihr ja Pause machen, wenn ihr es braucht. So, wir haben diesmal wieder zwei Discs, wie die Platinum-Version. Es ist auch der gleiche Inhalt drauf, wie auf der Platinum-Version, inklusive auch der Trailer aus dem Jahre 2008 bzw. 2009, ich bin mir nicht ganz sicher. Und wir haben diesmal DTS HD 7.1 in Englisch, Deutsch und Französisch. Und bei der Platinum-Version war noch verzeichnet, ist es nicht drauf, aber es ist auf Internetseiten zu finden, dass es dort den Sound High Resolution hat, also DTS HD und ist der deutsche und der englische ist dann DTS HR, HD, HR irgendwie, also High Resolution. So, dann packen wir mal die Blu-ray aus. Dazu muss ich erstmal den Sticker abmachen. Also ich muss sagen, die Verpackung geht so. Es ist leider an den anderen Standard-Digi-Büchern oder Collectors Edition angelehnt, wie von Susi und Strolch, wo dann da irgendwie alle zwei oder drei Teile drin sind. Und ich glaube, zu 101 der Martina erschien das auch. Naja, aber man kann nicht alles haben. Also ich hätte mir jetzt auch die normale Diamond Edition auch nicht gut, weil da war nur eine Disc dabei, glaube ich. Oder nicht, sind auch zwei, aber halt sehr hässlich mit einem sehr einfachen Cover. So, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Auch ganz nett und ja, es ist ein bisschen fester drin. So, dann legen wir das mal beiseite. Und da haben wir wirklich das Büchlein. Können wir uns mal näher angucken. Ja. Es geht. Also Malefiz sieht ganz cool aus. Ja. Und dann schauen wir mal. Ja. Da haben wir diesmal wieder ein Disney-Code dabei. Mit, wie ich sehe, wieder den gleichen Angeboten wie schon vor ein paar Jahren, als ich mal Phantasia ausgepackt habe. Und hier haben wir die Disc zur Diamond Edition. Da kann ich euch kurz mal zeigen, wie die von der Platinum-Version aussieht. Und wie wir sehen, sieht es fast komplett gleich aus. Steht, also halt Dornröschen ist in dem etwas angepasst moderneren Look, die Schrift, und Diamond Edition steht, aber sonst ist eigentlich alles gleich. Nur die Farben sind noch mal ein bisschen anders. Ja. So, aber später zur Platinum-Version. Wir haben hier erstmal das schöne Buch. So, es steht hier was zur Entstehung des Films, aber auch nicht so viel. Ich kann euch noch erzählen, halt, wann der Film rauskam. Also er erschien im Jahre 1959. Als Disney nach über 7 Jahren Arbeit den Film fertiggestellt hat. Der Film sollte wirklich diesmal was sehr Besonderes sein. Mal
außergewöhnlich animiert sein, mit geschwungenen Linien, also Linien verlaufen nicht nur einfach gerade, sondern von dick zu dünn und wieder von dünn zu dick. Das nennt man auch Calvert-Style, so wie das auch bei Aladdin gemacht wurde. Und ja, viele Szenen, besonders auch die Waldszene, wo dann auch Dornröschen mit den, also singt und die ganzen Tiere hinter ihr herlaufen, die hat ja Disney nach und nach immer mehr einfügen lassen, damit es lebendiger wirkte. Das waren unheimlich teure Szenen, wo dann der Regisseur, ich glaube, er hieß irgendwas mit Mark, ich weiß nicht mehr, wie der noch hieß, der wurde halt gefeuert, weil er die Szenen einfach zu teuer hat machen lassen. So, das sind eigentlich so ganz nette Konzept- und Entwurfskizzen. Hier sieht man dann halt nochmal auch die Disc. Ja, es ist halt eigentlich wirklich nur eine neu aufgelegte Platinum-Version. Es sind halt auch dieselben Inhalte drauf. Ich glaube auch dasselbe Menü, dieselben alten Trailer. Ja, also halt nicht so besonders. Aber dadurch, dafür war die Platinum-Version auch schon sehr gut, den ganzen Extras. Ja, die Hintergrundinfos, die hatten wir aber auch schon im Jahre 2008 gehabt. Nämlich, ich tue es mal kurz beiseite tun, legen tun, war bei der Platinum, also bei der Collectors Platinum Edition, das müssen wir mal zur Seite legen, mit zwei DVDs, vielen Bonusmaterial, größtenteils auch das, was auch auf der Blu-ray drauf ist. Und man sieht das halt auch so schön, wie es glänzt. Es ist auch wirklich Prägedruck überall. Hier auf der Seite nur die Diamanten. Muss ich halt weiter weggehen. Es ist ganz nett gearbeitet aus festerem Papier. Also so irgendwie Pappe, aber mehr Papier als Pappe, kann man sagen. Und halt die Inhaltsangaben, was hier so alles steht. Dolby Digital ist hier im Disney Enhanced Home Theater Mix drauf. Da sieht man auch mal das Logo. Und ja, zeige ich euch mal, was hier so alles drin ist. Da haben wir einmal die DVD. Wurde leider nur ohne Pappschuber ausgeliefert. Das war auch beim Dschungelbuch so. Dann gab es hier noch eine Buchedition zu 101 der Martina als Platinum-Version. Da war der Pappschuber wieder mit bei. Und bei den Rösten haben sie ihn wieder weggelassen. So, man sieht das Cover. Es ist angelehnt an das der Platinum Blu-ray-Version. Das bei der Blu-ray-Version ist aber ein bisschen komprimierter und sieht besser aus. Hier ist es so lang gestrickt. So, dann haben wir hier Beleg. Dann haben wir halt so ein paar Booklets. So von damals. Auch nicht so viel. Ja. Dornröschen war ja übrigens so teuer und hat so wenig eingenommen damals. Also hat irgendwie 5 Millionen Dollar gekostet und 1, noch was wurden eingenommen. Das halt dann, was man dann vielleicht, was vielleicht euch als Fan aufgefallen ist, 101 der Martina dann nicht mehr so schön gemalt war. Es gab keine farbigen Outlines mehr. Die Animationen wurden eingespart, oft wiederholt. Das war auch beim Dschungelbuch so. Das ist eine Ankündigung zum dritten Ariel-Teil. Und ja, die Zeichnungen wurden dann nicht mehr auf Folie gezeichnet, also auf Zelt, sondern kopiert. Und dann auch oft nur noch von Rohzeichnungen. So, da haben wir nochmal den Platinum-Kalender. Den kann ich euch auch mal zeigen. Den hatte ich selber nicht in einer DVD gehabt, den musste ich mir aus einer Videothek nehmen. Und da war Pinocchio groß angekündigt. Den gab es ja auch in der Holzbox. Und ja, was zu den Platinum-Titeln gehört. Das ist einmal, also sieht man hier die Titel, dazu gehört noch Aladdin. Nicht mehr offiziell leider, also bei den DVDs war offiziell dabei, bei Diamond nicht mehr. 101 der Martina wurde auch rausgenommen. Naja, und hier noch ein paar weitere Ankündigungen. So, das war es dann zur DVD selbst von der Platinum-Version. Und jetzt kommt das informative Büchlein. So, sorry. Das ist wirklich so ein kleines Schätzchen. Also das ist halt das Buch zum 50. Jubiläum. Das ist die Rückseite. Auch ganz schön. Und da haben wir wirklich, wir haben, ich muss mal kurz gucken, 158 Seiten. Da ist auch nochmal halt die Disney-Dornröschen-Variante erzählt. Entstehung eines Meisterwerks.
es stehen erstmal die Ursprünge des Märchens. Ich blätter das nur mal ganz schnell durch, nur ein bisschen. Das Märchen. Und dann wird halt wirklich auch zum, wie das auch bei Schneewittchen und die sieben Zwerge war. Also wie wird das Märchen nochmal erzählt. Da gab es ja auch einfach mal eine Buchedition. Dann nochmal bei der, dann gab es von der Diamond Edition von Schneewittchen noch eine große Box mit einem großen Buch. Die habe ich auch. Und, ja, wo haben wir es denn? Hier, die Entstehung, die Produktion. Das sind dann doch schon mal relevante Infos. Also, man sieht halt Fotos, die als Referenz für die Animation genommen wurden, aber nicht, es wurde keine Rotoskopie gemacht, also keine Abpausung von Darstellern, sondern immer Bewegung studiert und dann in Animationen eingearbeitet, aber auch selbst kreiert. Gibt es halt über die Gestaltung und es wird halt auch über die Restauration des Films geredet, dass er halt in 4K eingescannt wurde und in 2K gemastert und pipapo. So, das soweit zur Buchedition. Dann haben wir noch die Blu-ray-Version. Halt mit der Papphülle drum. Die gab es in zwei verschiedenen Versionen. Einmal hier so glänzend, dass halt man hier immer so eine Pünktchen sieht. Und dann einmal nochmal, wo es komplett so ein bisschen geglitzert hat. Gab es auch noch die Version. So, und dann zeige ich euch mal hier, das ist halt wirklich ganz einfach gehalten. Nochmal Unterschied zur Papphülle, gibt es nicht viel. Hier ist sogar noch, sehe ich gerade, so ein Glanzsticker drauf, so ein Zertifikatsticker, dass das halt wirklich von Disney ist. Und dann haben wir auch nochmal ein Booklet. Auch nochmal mit Disney angeboten. Wurde auch nochmal erwähnt, Teil 3. Dann kriegt hier 16.10.2008 kam die Blu-ray raus. Jetzt weiß ich es auch wieder. So. Und dann haben wir auch noch so ein Zettelchen. Und das ist dann hier die Blu-ray. Und dann haben wir als Hintergrundbild einmal den Drachen. Also Malefiz als Drache. Und ja, sonst nichts. So. Das war's dann eigentlich schon zum Unboxing. So habt ihr jetzt mal die Vergleiche gesehen. Also wirklich als Sammlerfan lohnt sich das wirklich, auch die Diamond Edition zu holen, einfach um es komplett zu haben, wenn man alle Teile haben will von der Platinum und Diamond Edition. Aber für welche Fans, die jetzt nicht viel Geld in der Tasche haben und den voll ausgestatteter Film reicht dann auch, wenn sie schon die Platinum-Version im Regal haben. Es lohnt sich aber wirklich für Leute, die nur DVD haben, sich die Blu-ray zu holen. Und wenn dann wirklich das Update als Diamond Edition. Es sind dieselben Extras drauf wie auf der Platinum-Version. Es hat sich nichts geändert, nichts im Bild, nichts im Ton. Es ist eigentlich so gleich wie vorher, bloß nochmal 6 Jahre später rausgebracht. Ja, das war's dann von mir erstmal. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und werdet vielleicht auch dazu animiert, euch den Film zu holen, weil es lohnt sich, es ist ein Meisterwerk. Im Breitbild 2.55:1, also noch breiter als Herr der Ringe, sage ich gerne als Vergleich. Und ja, bis zum nächsten Disney-Film. Vielen Dank.